Okay, das sind diese Ritterstatuen. Machen die auch das gleiche? Nee, die machen das diesmal nicht. Alter, WTF? Okay. Ja, ich sehe ja das, ihr seht das große Ausrufezeichen, Freunde. Und ihr wisst alle hoffentlich, was das bedeutet. Was ist denn da? Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zum nächsten Part Luigi's Mansion 3. Im letzten Part sind wir hier in dem Spukschloss angekommen. Und von wegen Spuk. Ja, hier ist alles voller Mäuse, ja. Und ich find's cool, dass sie sich erschrecken, wenn man die anleuchtet. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wir sind hier hängen geblieben in diesem Kellerbereich, haben wieder eine neue Geisterart gefunden. Und zwar die Mini-Hammer-Typen, diese roten Geister. Und der König, der hier anscheinend der Bossgeist zu sein scheint, hat uns zu einem Duell herausgefordert. Luigi, ich fühle mit dir ein mittelalterliches Duell. Gibt es dann auch für die Bestrafung den Tod am Ende? Ja, ich hoffe auf jeden Fall nicht. Wir haben uns auf jeden Fall sehr erfolgreich schon umgeschaut, haben schon einige Juwelen mitgenommen und wir werden uns jetzt weiter durch den Keller forsten und dem König näher kommen wollen, denn so einfach geben wir nicht auf. Wenn wir einen Aufzugknopf wollen, wollen wir ihn auch haben und das ist dann total bescheuert, WTF, Alter. Auf jeden Fall habe ich wieder ein bisschen was an meinem Equipment geändert und zwar mache ich es momentan so, dass ich mit Adobe Premiere aufnehme. Ich habe vor oder später vielleicht auch zu bezahlen, das ist ein anderes Schnittprogramm, wo ich ein bisschen produktiver sein kann, jedoch ist das Ganze mit dem Greenscreen bei Adobe ein bisschen anders als in OBS und weil ich vorhabe, die Facecam im Nachhinein als andere, als extra Spur aufzunehmen, damit ich die Facecam rausschneiden kann, Stellen, wo eine Cutscene kommt und ich immer diesen Hotkey verwenden muss, möchte ich halt das Ganze extra aufnehmen. Jedoch ist das so, dass der Color Key irgendwie in Adobe ein bisschen anders ist als der in OBS und irgendwie läuft das nicht so richtig. Also ich habe hier einige Schatten, ich habe jetzt nicht so viel Belichtung. Das heißt, es könnte sein, dass ich an einigen Stellen, vor allem Luigi's Mansion, weil das Spiel bis dunkler ist, dass es so ein Kriseln bei mir geben wird. Ich will nur davor vorwarnen. Ich hoffe, da noch bessere Einstellungen finden zu können. Ansonsten bitte ich um Entschuldigung. Und wenn ihr euch das stört, solltet ihr mir da Bescheid geben. Wollt ihr lieber, dass meine Facecam flexibler ist und ich die manchmal woanders hinpacken kann, ohne in der Nachverarbeitung halt? Oder wollt ihr lieber eine qualitativ hochwertige Facecam haben, wo der Kriseleffekt vielleicht nicht so stark da ist? Müsst ihr mir Bescheid geben. So, wir setzen den Schlüssel ein. Den haben wir uns extra aufgehoben. Und auch hier gibt es wieder einen Schlüssel, so wie es aussieht. Und WTF, Alter. Oh, lol, Piranha-Fisch ist hier. Okay, wir hatten ja das letzte Mal schon einen normalen Fisch bekommen. Brauchen wir den irgendwo? Alter, der ist ja voll aggressiv. Okay, den können wir den Schlüssel throwen. Ich glaube nicht, oder? Oh, der lässt sogar Geld fallen. Der hat Geld gefressen, der Hai. Was zum Teufel? Okay, die Ketten können wir ja irgendwie reinkommen. Ach ja, mit Luigi. Im letzten Part habe ich es peinlicherweise vergessen. In diesem Part denke ich sofort daran. Luigi kann und wird immer durch Zäune kommen. Ja, müssen wir aufpassen. Müssen wir den zum Schwenken bringen, dass der jetzt hier rankommt. Nee, jetzt einfach das nicht. Jetzt kann ich das Tor öffnen, damit Luigi durchkommen kann. Damit wir das zusammen einziehen können. Oder gibt es hier auf dem Wasser irgendwas? Nee. Aber hier ist auf jeden Fall, ja, ein Pfennig. Ein Pfennig. Also wie gesagt, ich hoffe, dass es alles gut geht mit der Facecam. Ich muss auch generell schauen, dass wir dem Schnittprogramm klarkommen, weil das eine Umgewöhnung ist von Shotcut. Deswegen gab es die letzten Tage auch keine Parts. Aber ich bin halt ständig im Wandel. Ihr erwischt mich momentan in einer Wandelzeit, wo ich viel anpassen möchte auf meinem Kanal. Und aus diesem Grund werde ich noch viele Änderungen vornehmen. Also ihr müsst ja auch flexibel beim Annehmen der ganzen Änderungen sein. Aber ich werde das am Ende das Beste Mögliche für euch rausholen. Insofern ihr mich auch unterstützt und mir Hinweise gebt und. Aber ich versuche mein Bestes zu geben. Ich hoffe, dass das auch alles laufen wird später. Ich mache mir richtig Sorgen wegen der Facecam und dass das alles nicht geht. Weil ich will nicht noch so ein 200-Euro Licht kaufen, so ein Keylight-Licht kaufen. Und ich komme jetzt, weiß gerade immer noch nicht, wie man da dran kommt, gell? Kann man den irgendwie stöpseln? Und so ranziehen? Weil wie gesagt, wir kommen ja nicht ins Wasser rein. Ist der Puster so stark? Kann man den Key so wegpusten? Komm her, Key. Komm her. Nope. Der hängt doch an irgendwas dran. Kann man das da oben vielleicht abziehen? Es ist das letzte Mal doch auch so gewesen, dass am Anfang des Parts einfach keine Ahnung hatte, wie das funktioniert. Da guck mal, wie stark das sich schwenken lässt, Alter. Guck mal, wie heftig das ist. Komm ran! Ich weiß, dass der Schlüssel extrem weit gezogen werden kann. Ja, Druckschlampe, das ist eine schöne Sache, aber die bringt mir jetzt hier auch nichts. Und dann habe ich irgendeine Funktion wieder vergessen. Ich
wette mit euch, dass ich irgendwas vergessen habe. Irgendeine Funktion. Ja, wenn das weitergeht, schneide ich. Ich will nicht, dass der ganze Part hier in der Ecke wieder hier im Knast verbracht wird, Freunde. Dann schneide ich an der Stelle jetzt so und guck, was ich herausfinde. Diesmal kann es nicht daran liegen, weil Fluid nicht durch Gitter kommen kann. Ich hoffe, es ist trotzdem kein lächerlicher Grund. Oder ob kann man das nur durch einen gewissen Winkel ziehen? Ich meine, der hängt ja an einem Haken, gell? Der hängt ja an einem Haken. Und wenn wir den so unterschwellig so hochziehen, geht das nicht? Wie soll ich denn das denn machen? Ich meine, ich verstehe es nicht. Wie soll ich diesen Schlüssel denn von diesem Haken entfernen? Ich meine, ich kann jetzt nicht so eine Lufthand erzeugen, die den Schlüssel so rauszieht. Das geht nicht. Und da gibt der irgendwann nach. Das wäre ja total bescheuert. 1 hour later. Ja, wie gesagt, ich schneide mal und dann schauen wir gleich, wie es läuft. Ich brauche gar nicht zu schneiden. Ich habe gerade noch was gefunden. Ah, ja, jetzt sage ich nichts, gell? Ja, okay. Gut. So geht das also. Wir müssen doch Luigi durchholen. Okay, ja, ich wusste, dass er irgendwie durchkommen muss. Ich habe aber nicht auf diese Kette geachtet am Ende. Ich dachte, das spielt sich alles hier ab, aber dadurch ändert sich natürlich einiges. Wenn wir mit Luigi jetzt, sag ich mal, hierher ziehen, jetzt mit Luigi nochmal ziehen, könnte das reichen. Oder auch nicht. Geht das nicht? So. Also es muss ja irgendeinen Grund haben, oder müssen wir einfach ihn mit Luigi greifen von hier. Ja, was ist denn der ganze Sinn und Zweck von Luigi dann? Wieso? Warum bist du so böse und bespritzt mich mit Wasser, Alter? Wir kommen hier nicht mehr raus. Wir kommen hier nicht mehr raus aus dieser Wasserlücke. Was müssen wir machen? Hilfe, ich verstehe nicht, was ich machen muss. Ich bin überfordert. Müssen die einfach besiegen, oder was? Ich kann ihn nicht erreichen. Warte, Fluigi, du musst das machen. Du musst die besiegen. Nein, du lässt das sein, Kumpel. Okay, es geht weiter. Nein, Luigi, du wirst sterben. Hört auf! Mein armer Luigi! Ist alles gut, Kumpel. Ich rette dich. Au! Raus mit dir! Wie knapp war das? Ich habe einfach nicht gecheckt. Aber ich kam auch nicht aus dieser Wasserstelle raus. Wie geil ist das denn? Also so eine Folterkammer auch noch. Aber Bruder, ich kam nicht aus dieser Wasserstelle raus. Und irgendwann bin ich einfach doch rausgelaufen. WTF? So, waren die doch von Anfang an schon da? Ja, okay, die sind eingefahren gewesen. Okay. Alter, WTF? Ich glaube, wir wären gestorben, wenn wir beim nächsten Tick. Wir haben ja jetzt schon 20 Schaden kassiert. Alter, das könnte ich nicht mehr machen. Ah, das wird nicht besser. Wenn ich schon wieder diese fette Fratze dort sehe. Ja, wie gesagt, brauche ich auf jeden Fall nicht zu schneiden, was das angeht. Okay, das halten wir. Und gucken wir mal, wie wir mit Fluigi das hier zum Drehen bringen. Das ist bestimmt Teil des Rätsels, das wir machen müssen. Okay. Was soll das bringen? Müssen wir jetzt einfach eine ganz komische Brücke erschaffen. Irgendwann drehen die sich wahrscheinlich zusammen oder so. Und da unten ist ja auch ganz viel Gold, das man noch sammeln kann. So, die hier zum Beispiel. Geht so. Und wie drehen wir jetzt die andere? Dreht die sich einfach schon... Nee, die dreht sich nicht im Normalfall schon um. Okay, dann müssen wir die andere auch noch irgendwie zum Drehen bekommen. Die war ja am Anfang sogar normal ausgerichtet, aber wie machen wir das jetzt? Ach stimmt, Luigi kann ja da runter. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Das ist durch Zufall gerade passiert. Lol. Ja gut. Damit haben die Geister nicht gerechnet, dass Dr. Igitt so ein brillanter Wissenschaftler ist. So, gibt es noch eine geheime Kiste. Hier unten. Und 3 Perlen kriegen wir hier geschenkt. Nette Sache auf jeden Fall. Freut mich. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, wenn euch noch irgendwas nicht passt, wie gesagt, das mit dem Greenscreen habe ich euch schon erklärt. Ich hoffe, es läuft aber alles recht gut. Aber was den Rest betrifft, wenn noch irgendwas nicht passt, müsst ihr mir Bescheid geben. Und ich versuche da dementsprechend was zu machen. Insofern das halt machbar ist für mich. Aber ja, einfach reinschreiben und mal gucken, wie es läuft. So, okay, hier unten ist nicht mehr. Wir können diese Ketten nicht zum Drehen bringen. Aber wir müssen irgendwas auf jeden Fall an diesem Tor ziehen hier. Ich frage mich nur, was wir da drehen müssen. Ist das jetzt die andere Richtung? Drehen wir jetzt diese Plattform? Ja. Okay, aber...
Es muss doch auch irgendwie beides zu drehen gehen. Weil die drehen sich so verzögert. Ah ja, ich verstehe schon, was wir machen müssen. Okay, ja, okay, verstehe. Jetzt, ja, okay, hab verstanden, wie das geht. Wir müssen die eine Plattform jetzt bis zum Ende ausdrehen lassen. So. Und nun müssen wir die... Haben wir es sogar schon geschafft? Dreht sich die Plattform jetzt einfach weiter? Müssen es noch einmal drehen? Und jetzt so rum, oder wie? Nee. Jetzt haben wir es ja nur synchronisiert. Die eine dreht sich immer in die eine Richtung, die andere in die andere, oder was? Müssen die irgendwie... Ich bin gerade wieder zu dumm dafür. Wenn wir die jetzt, sage ich mal, in die Mitte drehen, dreht die sich wieder weg. Müssen die jetzt irgendwie... Nee, das will ich doch gar nicht machen. Machen wir es mal so, ja, machen wir es mal so rum. Weiter. Und nochmal. Und jetzt drehen wir es um. Jetzt muss es funktionieren. Jawohl. Okay, wir waren am Anfang schafft den richtigen Riecher. Hab wieder mal 50 Stunden dafür gebraucht, weil ich ja hier Mastermind. Ach du Scheiße. Alter, ich finde diese Welt, also diese Welt ist richtig, richtig geil. Die ist richtig cool gemacht. Gefällt mir richtig. Aber uns fehlen noch drei dieser komischen Schwerter. In den ganzen Räumen ist nichts gefunden. Ich weiß ja nicht genau, ob hier unten noch irgendwas war, aber ich bin ja mit Luigi da unten lang gelaufen. Und ich sehe jetzt gerade keine Möglichkeit, kann man irgendwas mit diesem Typ machen oder wie? Ich glaube nein, der guckt uns einfach nur gruselig an, dieser komische Typ. Hier gibt es noch mehr Bilder von dem. Okay. Eine Lore oder sowas ähnliches kann man hier benutzen. Ach ja, stimmt, diese scheiß Viecher, Alter. Ah ja, ihr könnt mich mal. War das mit Luigi? Weil der ist ja dagegen immun. Kann ich irgendwie zerstören? Und noch einmal hat sich die Musik geändert. Das ist wirklich geil. Okay, hier gibt es ein Herz. Wichtig. Ah ja, cool. Er sammelt für Luigi. Ich dachte, für Luigi ein. Ich dachte mir gerade, er nimmt es jetzt selber. Aber nein, er sammelt für unseren Freund. Hier ist eine... Was ist denn das hier? Aha. Konnte ja gar nicht stimmen, ja. Okay, wir müssen eine Plattform erschaffen für Luigi, dass er durchlaufen kann. Komm her. Und... Was ist das überhaupt für ein Ding hier? Ist das zum Drehen da? Hä? Ach, der hat jetzt ein Gewicht gewonnen, oder was? Okay, das muss den einen Weg bilden. Ach ja, guck mal, die kann es doch gar nicht zu weit drehen. Okay, hier ist Luigi wirklich zwingend notwendig. So, und hier können wir wieder was reinmachen lassen. Und ist der jetzt, ist das jetzt schnell genug oder was? Das können wir jetzt erst drehen, weil das jetzt genug Gewicht hat. Genug, um sich in Trägheit, sage ich mal, nach vorne zu bewegen. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Ist aber noch ein Weg, das sehe ich doch, oder? Schade, ich dachte, hier wäre ein Weg. Ist hier noch irgendwas dahinter? Nee. Ich will mich trotzdem noch ein wenig umschauen. Hier ist nochmal irgendwie ein Loch oder so. Ist es ein Loch? Nee, ist es nicht. Naja, wir schauen uns trotzdem noch ein bisschen um. Kann man hier noch irgendwie... Die Bilder sind noch unantastbar, was das angeht. Oh. Oh, viele von diesen kleinen Minigeistern sind wieder da, aber richtig, richtig viele. Können die uns Schaden machen? Das war schwach, Freunde. Ich mag die trotzdem, die sind so süß. Aber hier könnte auch ein Weg sein. Mal gucken, ob hier ein Weg lang führt. Nee, auch nicht. Schade. Dann können wir trotzdem noch was einsaugen hier, aber nichts Wichtiges zumindest. Ah, das ist nervig. Wir finden nichts mehr. Uns fehlt garantiert irgendwas. Das muss ich wieder. Dann bin ich wieder der Doofe, der das nachholen muss. Weil wir so dumm sind und es nicht sehen. Ja. Brille scheint nichts zu bringen. Nee, keine Ahnung, wo die sind. Vielleicht sind die auch einfach nur in den letzten Ecken. Okay, das sind diese Ritterstatuen. Machen die auch das gleiche? Nee, die machen das diesmal nicht. Alter, WTF? Okay. Druckplattform wurde ausgelöst. Hier können wir drauf stehen bleiben, gell? Hier kriegen wir keinen Schaden. Ja. Warte mal. Kann ich dich wegziehen?
Ich will dich da weg haben. Warte mal. Helm, komm mal her. Jetzt komm her, ich brauch dich. Kommst du jetzt heraus? Was ist mit diesem Helm los, Alter? Wieso kann ich den nicht rausholen? Ja, eben nicht. Okay, jetzt sind wir richtig gelaufen. Ich kann mir vor allem hier was vorstellen. So was spannend auf Spannungsaufbauendes oder so, aber. Naja, guck mal, hier können wir. Die Pose wollte ich immer wegmachen schon, weil da könnte ja immer was dahinter sein. Machen wir die mal alle weg. Hier ist was? Was ist denn das? Was ist das? Ach so, oh, Alter, ich dachte, das ist ein Geist oder so. Aber das ist einfach nur, weil diese Fackel unsichtbar geworden ist. WTF? Er ist auch böse gewesen. So, machen wir mal hier weiter. Hier ist gar nichts, Alter. Oh, guck mal, das ist ziemlich fett, das Bild. Okay. Ah, schau mal einer an. Irgendwas musste hier ja sein. Gehen wir mal hier rein. Königsschatzkammer gefunden. Das ist also kein... Ach doch, das ist ein... Ah, cool. Jetzt haben wir den König also wirklich ausgeraubt. Tolle Sache auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es auf dem Kampffeld noch ein Schwert gibt. Das heißt trotzdem, dass es hier noch... Dass es hier noch irgendwas fehlt. Also hier in dem Bereich wird es nichts mehr geben. Nichts Wichtiges, glaube ich. Mehr kann man den Teppich aufrollen wieder. Weil der so Knitter aufbeißt. Geht nicht. Na komm, dann gehen wir von diesem Geisterfeuer weg und gehen in den Hauptbereich. Ah ja, guck mal, hier haben wir, können wir was machen, bevor wir reingehen. Was ist denn hier drin? Noch Herzen, okay. Ja, ich sehe ja das, große Ausrufezeichen, Freunde. Und ihr wisst alle hoffentlich, was das bedeutet. Was ist denn da? Heilige Scheiße! Und der war doch so ganz klein, der Typ. Ich find's witzig, wie er sich sein Publikum so erschaffen hat. Er will pushen, oder? Okay, wie? Nee, damit. Das ist, so geht's nicht. Nee, runterholen können wir ihn auch nicht. Alter. Und die werfen mir Geld zu. Ah, nee, das habe ich, glaube ich, verloren, oder? Oh! Müssen wir den Pferdeschwanz packen, wenn er angreift? Ran! Müssen die Pfeile selber treffen, oder was? Doch, da ist was. Da ist was. Man muss ihn treffen oder so. Aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Oder, ach, ich hab mir dran gedacht, ihn zu blitzen. Vielleicht funktioniert das? Nee, das bockt er ab. Ich glaube, wenn er pusht. Alter, WTF, du dummes Kind. Ich werde dich sowas fertig machen. Aber gerade eben weiß ich nicht, wie man gegen ihn kämpfen soll. Nee, bringt nichts. Wie gesagt, bringt auch nichts. Oder ist es, wenn er pusht, dass er sein Schild aufgibt? Ja, oder? Nee. Ist mit Fluichi irgendwas, weil wir ihn die ganze Zeit schon gebraucht hatten hier? Oh, cool. Oh, geh weg. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann ihn nicht ranziehen. Oder kann ich ihn doch runterziehen? Er lacht auf jeden Fall die ganze Zeit so. Ey, wenigstens können wir seinen Angriff so aufhalten. Er funktioniert! Ich habe ihn irgendwie genau dann, wenn er angegriffen hat, irgendwie gestrohblitzt oder so. Okay.
Okay. Wir kommen, wir machen Fortschritte. Wir müssen jetzt, wenn er angreift oder was, müssen wir ihn unbedingt. Müssen wir ihn unbedingt blitzen oder so, dann holt er seinen Kopf so raus, wenn er mich angreift. Aber das ist doch schwer zu sehen, finde ich. Ja, komm her, Kumpel, komm her. Okay, wenn er jetzt rauskommt. Bam. Alter, er hat mich aufgespießt. Boah, Alter, du Spaten. Ich will nicht zu beleidigt werden. Er spießt mich einfach auf. Der hat doch nicht mal Latten am Zaun, aber das ist doch schwer. Komm, Herz. Schade. Aber es kommt manchmal raus. Ich fände es cool, wenn das so ein richtiges Geisterpublikum wäre und nicht so aufgestellt. Aber das ist ja generell so ein. Ich denke auch, dass es so eine Veranstaltung einfach ist. Alter, wie soll ich das machen? Ich meine, er kommt vor irgendwie und das ist so schwer. Das ist richtig zu timen, Alter. Du musst ja wirklich weit. Wirklich ein großes Stückchen Entfernung von ihm nehmen, wenn er das macht. So irgendwie hier so hin. Okay, genau. Wenn er pushen will oder so. Sogar die Rüstung schützt ihn, Alter. Jetzt kriegst du, was du verdient hast. Okay, er fällt Rüstung. Der hat ein Herz gedroppt auch. Das Pferd ist schwächer geworden. Ich glaube, bald können wir ihn richtig Schaden machen. Ja, aber der Boss an sich ist schon cool. Oh, Alter. Okay, neue Leben. Sehr gut. Je mehr Pfeile er raus, desto höher ist die Chance, dass wir Leben bekommen dadurch. Oh, Alter. So, komm her. Bam. Jetzt, ja, man muss ihn, während er zustechen möchte, aufhalten. Schon, weil er dann auch schon rausguckt. Okay. Gleich ist seine Rüstung kaputt. Wir haben wieder volle Leben, Alter. Comeback von Luigi. Comeback, Leute. Wir haben den Dreh raus. Er hat sich so ein paar Kröten in seiner Rüstung versteckt. Der hat doch schon wieder verloren, weil er so reich ist. Das ist doch scheißegal. Alter Schwede, Mann. Okay, jetzt holt er ja das volle, die volle Artillerie raus. Den Angriff. Sehr gut, komm ruhig zu mir, Kumpel. Nein, 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 nein! Er hat mich schon wieder gekriegt, Alter. Aber er jetzt pusht auch viel weiter. Mein Geld. Ich bin der Erbsensammler, du musst verstehen. Kannst du dir das Geld aus den Taschen ziehen, Alter? Wortwörtlich, jetzt ziehst du mir wahrscheinlich wirklich aus den Taschen. Okay. Geh weg! Alter! Okay, komm mit. Jetzt ist es für dich aus. Guck, wie schnell der jetzt ist. Er ist richtig schnell geworden. Das war's, komm. Jetzt geh kaputt! Jawoll! Er hat nur 200 Leben! Er hat noch ein Schwert. Er macht weiter. Ah! Alter! Okay, er macht irgendeinen Wirbelangriff. Ich glaube, er muss ihn, während er das einsetzt. Ja, dann muss ich ihn kontern. Okay, auf geht's, Kumpel. Auf geht's, Kumpel. Jawohl! Dein Ende ist nah, Kumpel. Dein Ende ist nah. Aber er kämpft bis zum geht nicht mehr. Er ist ein verdienter oder ein wohlgeborener König. Die mochte ich am meisten, den Typen. Ich mochte die Welt, das ist meine Lieblingswelt momentan. So geil. Und down, Alter! Komm rein in meinen Schreck weg! Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Oh, trotzdem, die Geister haben mir trotzdem noch Glückwunsch gegeben am Ende. Auch wenn sie mich ausgebuht haben. Die ganzen Pfennige hier aufsammeln. Die er fallen gelassen hatte. Das ist wichtig. Und dann komm mal her, du glorreiche 7. Oh, das ist eine. Ne, das ist eine 7. Müsste eine 7 sein. Die 1 haben wir schon, glaube ich. Ein Tor geht auf. Okay. Nice. Trotzdem werde ich mich noch umschauen wollen hier. Hier ist die Lanze noch. Kann man die mit der irgendwas machen noch? Nee, nicht wirklich. Cooler Bosskampf, 2 Phasen, richtig viel Spaß gemacht. Und er war auch wirklich anspruchsvoll. Ich musste erst mal blicken, wie das geht. Ich habe das überhaupt nicht kapiert, wenn er gepusht hatte. Das ist der geheime Weg in Stadion, also des Stadions entlang. Kann man hier sich hier so vorbeischießen? Nee. Aber jetzt muss doch noch irgendwas geben hier. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt im Publikumsbereich angekommen. Er hat sich gegönnt auf jeden Fall. Hast du noch irgendeinen anderen Grund hier? Nee. Hier noch eine Schatztruhe geschenkt. Ganz, ganz viel Geld, dass wir es geschafft haben. Yay. Danke mich.
Geht noch ein Goldborn in die Ecke, der nächste Ritter. Und der hat noch ein Juwel, ich seh's. Komm her, Junge. Okay, dann findest du noch ein Juwel, was wir irgendwie verpasst haben. Das blaue ist es, was uns noch fehlt. Aber ich wusste, dass es hier noch eins gibt. Das werden wir uns auf jeden Fall später nachholen noch. Jetzt sind wir wieder hier. Es ist bestimmt irgendwo ein blaues Juwel noch versteckt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo man es verstecken könnte. Aber für den jetzigen Zeit... Wobei, wir sind jetzt auch schon wieder recht gut am Ende angekommen. Vielleicht suche ich den noch off-cam und berichte euch von meinen Fündigkeiten. Dann können wir ja nochmal nachschauen. Jetzt ist die Musik wieder, die ältere Musik wieder drin, ne? Ja, zwei Etagen, das ist ein riesiges Konstrukt gewesen, eine riesige Welt. Lass uns das mal angucken, zwei Ebenen, drei Ebenen sogar. Heftig. Und warum ist hier jetzt was? Was ist denn das? Ist das der Buhu oder was? Dieser Punkt, der dort so ist, das ist in Ebene 1, aber nicht beim Fahrstuhl, das ist irgendwo anders. Ist das der Buhu oder was? Ne, das ist Gastronomie Unterhaltung. Wir sind hier im Spukschloss angekommen. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwas, was pulsiert auf der Karte. Ich gehe mal diesem pulsierenden Signal nach. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Und wie gesagt, wenn ich das Juwel gefunden habe, dann sage ich Bescheid. Hier war ja auch eins, glaube ich. Also weiter geht's. Bis gleich auf jeden Fall. Ja, natürlich, der war hier. Genau, natürlich, klar. Logisch. Natürlich war der hier. Aber wie ist man da dran gekommen? Also man kann hier durchgucken und sieht eine Leiter, aber nur eine Leiter. Ich sehe gerade keinen anderen. Ach, doch, hier ist ein Weg. Ist das ganz simpel, einfach nur über dieses Fass hier? Lol. Ach Mann, Alter. Hätte mir man es genauer umgeschaut, hätten wir es auch direkt gefunden. Aber na gut, so ist es recht schnell passiert, Leute. Ah, verdammt, ey. Ja, ich dachte, weil man ja über den einen Weg auch noch irgendwo hingekommen ist, über dieses Fass ist man ja auch noch in den anderen Raum gekommen. Da gab es, glaube ich, kein Juwel, sondern nur Geld. Da dachte ich, okay, die machen jetzt hier einen ganz entspannten, was das angeht. Warte. Machen wir es mal so. Ne, das geht doch gerade gar nicht so. Wir müssen mit Luigi hier anziehen. Um hier rüber zu kommen. Und dann gehen wir wieder zum Fahrstuhlsbereich zurück. Ja, wie gesagt, das ist jetzt meine Schuld gewesen. Dass wir da nicht genau geschaut haben. Ich dachte, man kommt irgendwie von oben oder so in diesen Bereich rein oder so. Keine Ahnung, irgendwie von der rechten Seite, aber dann ist es links. Das konnte man schwierig sehen. Nee, toll. Dann haben wir das auch gefunden. Stimmt ja, da war ja irgendwas bei diesen Fässern. Da waren wir hier sehr gründlich, haben alles Wichtige mitgenommen. Auch hier wird es noch zahlreiche Secrets geben und so. Etliche Geld-Secrets. Aber wir haben hier jetzt das Königs-Secret gefunden. Gut, dass er seinen Goldspeicher hatte. Und die ähnlichen anderen Sachen. Und ja, ich weiß inzwischen auch Bescheid, wie es funktioniert. Raus, wenn ich zu Flamen spiele. Auch weil ich das letzte Mal Ewigkeiten dafür gebraucht hatte. So, Luigi, du kannst passieren. Wenn du jetzt nicht gefangen bist. Okay, er ist gefangen. Müssen wir Luigi hier schon platzieren, im besten Fall. Hier so. Damit wir dann nicht von dem Tor irgendwie weggedrückt werden oder so. Komm her. Genau so. Genau so. So, wie gesagt, Popcorn für die Veranstaltung. Wie gesagt, ich fand die Welt cool. Es ist halt, wie gesagt, irgendwie ein Veranstaltungsbereich gewesen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr cooler Boss. Sehr coole Musik, die hier gespielt hatte. Coole Secrets. Es war alles top an dieser... Tippy top an dieser Welt. Hier kann man sich Tickets kaufen. Nette Sache auf jeden Fall. Und wie gesagt, im nächsten Part wird es in die nächste Etage gehen, denn wir haben ja momentan alles mit den Juwelen. Also warum zurückgehen? Wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ein Abo auf diesen Kanal dazulassen, um keine weiteren Parts von Luigi's Mansion oder ähnlichen zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall zum nächsten Part, wo es dann weitergeht. Und ich weiß gar nicht, was davon zukommt. Wir sind jetzt wirklich, wir haben jetzt wirklich die 7 erhalten. Jetzt geht es momentan wieder stufenweise weiter. Ich war, glaube ich, schon gerade richtig. Und zwar, wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die Dings drauf drücken. Genau, wir haben die 7 erhalten. Das müsste dann direkt hier weitergehen. Ich bin gespannt, was auf uns zukommen wird. Ihr auch? Dann seid ihr im nächsten Mal wieder dabei. Ciao, meine Freunde.